Dienstagabend, 20.07 Uhr, Kontrafunk präsentiert Paul Brandenburg live, der Polit-Talk mit Ihnen. Heute mit dem Thema Lauterbachs Lügen. Eine kurze Geschichte des Impfbetruges. Rufen Sie uns live hier im Studio an und diskutieren Sie mit. Unsere Nummer ist 030 für Berlin 577 14802. Karl Lauterbach, das können mittlerweile nicht mehr die Staatsmedien verleugnen, hat gelogen und betrogen. Er und sein Vorgänger Jens Spahn haben Horrorgeschichten erfunden, Zahlen sich selbst ausgedacht, um ihre Geschichte von der sogenannten Impfung zu erzählen und die Legende von der schlimmen Corona-Pandemie. Die Täter flüchten sich heute in angebliches Unwissen und Ungenauigkeit von damals. Das hätte man nicht wissen können zu dieser Stelle. Es sei erst später bekannt geworden, dass. Was ist da dran? An welcher Stelle können wir klar sagen, waren Lauterbach und Co. bösgläubig? An welcher vielleicht noch nicht? Darüber diskutiere ich mit Dr. Kai Klapproth, einem Immunologen und Biologen, bei dem ich mich sehr freue, dass er heute hier ist. Kai, herzlich willkommen. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Kai, sehr gerne. Du bist Diplombiologe, du bist Immunologe. Seit knapp 20 Jahren in der universitären Forschung aktiv gewesen. Du hast in Würzburg und an der University of Texas at Austin studiert. Du wurdest dann promoviert an der Universität Ulm mit Summa Cum Laude, der 1+. Herzlichen Glückwunsch dazu. Warst am Ende dann an der Uni Heidelberg und am Deutschen Krebsforschungszentrum eben da, so der ersten Adresse für die Krebsforschung in Deutschland. Dann hast du deine universitäre Karriere selbstständig abgebrochen. Den wenigen, die das hier vielleicht noch nicht wissen, an Zuschauern, wie kam das? Nun ja, ich war an der Universität Heidelberg tatsächlich akademischer Rat und habe natürlich auch als Mitarbeiter der Universitätsklinik mitbekommen, wie die Impfnachweispflicht eingeführt wurde. Es war nicht der Anfang der Misere, sondern das Ende eigentlich. Ich habe festgestellt, dass man an der Universität nicht mehr diskutieren konnte und stattdessen Menschen mit anderer Meinung oder auch Menschen, die sich nicht haben impfen lassen, plötzlich diskriminiert wurden, also ganz massiv diskriminiert wurden, ausgegrenzt worden sind. Und alle meine Versuche mit den Kollegen, aber vor allem auch mit der Universitätsleitung, mit der Uniklinikleitung ins Gespräch zu kommen und Begründungen, wissenschaftliche, sachliche, fundierte Begründungen zu bekommen, sind leider ins Leere gelaufen, sodass ich am Ende für mich entschieden habe, dass diese Universität, an der ich bin, nicht mehr die Universität repräsentiert, an der ich sein wollte. Das war eher eine Kaserne anstatt eines Instituts oder einer Einrichtung, wo das bessere Argument zählt. Zur Erläuterung für die, die nicht an der Uni groß geworden sind, Akademischer Rat ist ein Schritt auf dem Weg zum Professor irgendwann. Dein Weg wäre gewesen, du hättest dich vermutlich habilitiert dort, du hättest dann mit etwas Glück und was dazugehört, hättest du vielleicht eine Stelle als Professor bekommen, aber das wäre das Konzept gewesen, so einer akademischen Karriere eigentlich. Ja, nicht. Du in dem Augenblick beendet. Genau, also ich war tatsächlich, ich war Beamter, ich habe einen Status gehabt als Dozent. Der Professorentitel ist nicht zwangsläufig, aber ich hatte eine gute Stelle und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe geforscht, wie du richtig gesagt hast, seit 20 Jahren in immunologischen Bereichen geforscht und habe auch doziert, war also Dozent für hauptsächlich Medizinstudenten, habe dort Biochemie und Immunologie unterrichtet. Ich als kleiner Arzt habe bei Menschen wie dir gelernt. Ich kann sehr herzlichen Gruß an der Stelle an meine Doktormutter, die hinter denjenigen stand, die offiziell meine Doktorväter waren, so wie das so üblich ist in Deutschland, eine Biologin, eine Immunologin, bei der ich meine bescheidenen Immunologiekenntnisse erworben habe und mit denen dann promoviert wurde. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, weil das tatsächlich für mich das erste Mal ist, dass ich mit einem Immunologen darüber spreche, weil es erstaunlich wenige gibt dieser Profession, das ist bei meinen Ärzten nicht anders, die auch heute noch rauskommen, damit zu sagen, nee, man hätte wissen können, darum soll es ja heute Abend gehen, man hätte etwas wissen können. Ist es in der Wissenschaft immer so, dass man niemals mit hundertprozentiger Sicherheit an irgendeinem Zeitpunkt sagt, das ist so und kann nicht anders sein? Und wir wollen uns natürlich auch nicht heute hier hinstellen und sagen, wir haben schon alles immer gewusst, aber wenn wir jetzt zurückschauen, gibt es vielleicht den einen oder anderen Punkt, wo man sagen kann, naja, spätestens an der Stelle musste man doch irgendwie was wissen in dieser ganzen Corona-Legende. Jetzt bin ich mal zurückgegangen und habe für mich festgestellt, das fängt bei der Pandemie an, bei der sogenannten, oder? Der Pandemiebegriff, hat neulich Steffen Homburg wieder darauf hingewiesen auf Twitter, der wurde ja als allererstes verdreht. Nicht bis 2009 war eine Pandemie etwas, bei dem eine Krankheit, eine global sich verbreitende, bei der viele Tote und Kranke entstehen. Das fiel dann plötzlich weg, diese Definition. Es brauchte die Toten gar nicht mehr. Es musste nur noch etwas verbreitet sein, ein Erreger. Das Coronavirus ist ein Erreger.
Und jetzt heute haben wir sogar einen Begriff, den gibt es gar nicht mehr offiziell Pandemie, jetzt heißt es Public Health Event of International Concern, noch weiter und schwammiger gefasst, der uns in Deutschland aber als Pandemie übersetzt wird. Also ich würde sagen, schon der Begriff war damals bei Einführung eine Lüge. Wie siehst du das? Ja, ganz sicher. Also ich meine, wenn wir diese Begrifflichkeit so weit ausdehnen, dann haben wir natürlich ständig Pandemien. Das ist letztlich nur noch die Verbreitung und es ist keine Gefährlichkeit mehr da. Und das ist das, was mich auch glauben lässt, dass die Dinge lange vorbereitet worden sind, weil das ja tatsächlich schon einige Jahre zurückliegt, dass diese Begrifflichkeiten immer schwammiger werden. Also das betrifft ja nicht nur die Pandemie, das betrifft ja viele andere Begrifflichkeiten, auch wenn wir dann später über die Impfung reden, da ist es ja ganz ähnlich. Jetzt haben wir den ersten Anrufer in der Leitung, der sich genau dazu auch meldet letztlich und sagt, Carsten ist da. Gegen Lauterbach wurde ja geklagt, aufgrund dieser ganzen vielen Lügen, die er da hat, zu denen wir im Einzelnen noch kommen. Aber er sagt, Carsten, das hat ja gerichtlich nicht so richtig gut funktioniert. Nicht? Guten Abend, Carsten, hörst du uns? Ja, guten Abend, ich höre euch. Ja, genau, ich wundere mich da, weil ich bin Medizinproduktberater und ich habe auch gleich zum Anfang, als diese Impfstoffe, sage ich mal, in Anführungsstrichen rauskamen. Vielen Dank habe ich mein für die Anführungsstriche. Medizinproduktgesetz rausgesucht und da ist auch ein Paragraph drin, der besagt, ich darf ja keine falsche Werbung mit einem Produkt machen, mit dem, was es nicht hergibt. Na, und da mache ich mich strafbar. Dafür kann ich ins Gefängnis gehen oder mindestens 25.000 Euro Strafe. Die Frage ist, das Gleiche gibt es auch für das Arzneimittelgesetz. Oh ja. Und da frage ich mich, wie kann Herr Lauterbach als in Anführungsstrichen Arzt einfach sagen, hey, die Impfstoffe sind nebenwirkungsfrei und dann später sagen, hey, das war eine Meinungsäußerung oder das war ein bisschen übertrieben. Sobald er das sagt als Arzt, ist es eine fachliche Äußerung. Und da bin ich durchaus sehr erstaunt. Lieber Carsten, herzlichen Dank. Ich glaube, das Erstaunen teile ich als Arzt. Ich werde schauen, ob der Immunologe Klapproth, der ein echter Wissenschaftler ist im Vergleich zu mir, da vielleicht weniger erstaunt ist, weil er das besser verstehen kann. Ich habe so eine Ahnung, dass das wohl nicht der Fall ist. Aber ich erlaube mir, die Frage mal mitzunehmen, lieber Carsten. Sag herzlichen Dank zu Ihnen. Ja, erlaube mir, die Frage mitzunehmen, Kai. Nehmen wir den Begriff der Impfung doch nochmal. Das ist für mich immer ein ganz wesentlicher Punkt. Da haben wir ein Zitat von Herrn Lauterbach aus 2021. Da sagte er bei Anne Will, die Impfungen sind halt mehr oder weniger nebenwirkungsfrei. Das muss immer wieder gesagt werden. Und dann sagt er weiter, etwas später, es geht darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung, also hat er es nochmal wiederholt, nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das vieler anderer retten kann. Daher bin ich pessimistisch, was freiwillige Opfer für den Klimaschutz betrifft. Das letzte wollen wir mal kurz rauslassen, da kann man wieder das nächste Fass aufmachen. Ist das Ding eine Impfung, Herr Dr. Klapproth? Klären Sie mich auf. Ich denke, der Begriff Impfung ist natürlich unheimlich positiv besetzt. Ja, wir haben natürlich funktionierende Impfungen. Also ich bin, weiß Gott, kein Impfgegner. Ich komme ja aus der Immunologie. Die Immunologie ist ja die Wissenschaft der Impfung, hat ja mit Impfungen begonnen. Insofern, es gibt funktionierende Impfungen. Das ist meine persönliche Einschätzung, kann man auch anderer Meinung sein. Aber dieser positive Impfbegriff, ja, wie wir zum Beispiel bei der Masernimpfung haben, ja, man lässt sich impfen zweimal und dann ist man lebenslang geschützt, der ist gekapert worden. Der ist gekapert worden und leider haben sich die Leute viel zu wenig erstaunt, haben sich viel zu wenig gefragt, was denn da jetzt eigentlich wirklich passiert. Denn eine Impfung per se ist natürlich was Gutes und dann zu sagen, alles, wo ich jetzt Impfung draufschreibe, ist dann auch was Gutes, ist natürlich viel zu verkürzt. Ja. Das kann natürlich nicht funktionieren. Hat mit Wissenschaft und Medizin nichts zu tun. Hier wurde Begrifflichkeit gestohlen. Ja, ich kann mich nur anschließen. Ich kann nur daran erinnern, wir hatten vor einer Weile Gunter Frank hier, ein geschätzter ärztlicher Kollege, der sein Buch vorgestellt hat. Der hat ja schön gezeigt, dass Anthony Fauci, also eine Art amerikanischer Drosten Lauterbach, der verantwortlich war für diesen Corona-Terror in den USA, ja vor vielen Jahren schon versuchte, so ein mRNA-Substanz, lass uns darüber gerne auch nochmal sprechen. Ich persönlich finde das technisch nämlich faszinierend, was da geht. Ich bin großer Freund dieser Forschung. Ich finde die ganz, ganz toll und spannend als kleiner Immunologe. Der hat jedenfalls versucht, das einzutragen in einem Patentamt in den USA und die haben ihm schriftlich gegeben, das ist keine Impfung, was sie dort machen, weil eine Impfung eben voraussetzt, dass man eine anhaltende oder zumindest sehr langfristige Immunreaktion auslöst, die eine konstante Abwehrwirkung hat in irgendeiner Form, meist über das spezifische Immunsystem, also anders funktioniert eine Impfung nicht. Und dann gesagt, das ist ja gar nicht der Fall. Ja? Mhm. Du produzierst da immer wieder Antikörper, ist was völlig anderes als eine Impfung. Mhm. Ich schließe mich an, sage, nein, das ist keine Impfung. Also wir haben den Begriff der Pandemie, der gekapert wurde und umgedeutet. Wir haben den Begriff der Impfung, der missbraucht wurde. Ja, das sind bewusste Vorgänge, das macht man nicht zufällig. Ist meine Meinung.
Ja, das ist ja selbstverständlich. Selbstverständlich. Das ist wieder diese Begrifflichkeit, die gestohlen wurde. Und hier bei der Impfung ist es ja tatsächlich so, dass in amerikanischen Wörterbüchern der Begriff Impfung mittlerweile neu beschrieben wird. Ja, da reicht es mittlerweile, weil man eine Immunreaktion hervorruft. Aber eine Immunreaktion ruft man immer hervor, wenn ich irgendwas injiziere, wenn ich irgendwas mache. Eine Immunreaktion bekomme ich wenn ich dir einen Kratzer irgendwo in der Hand habe. Genau, dann bekomme ich Antikörper. Die kann ich messen. Ja? Aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich vor dieser Krankheit, vor der Infektion oder vor einem schweren Verlauf geschützt bin. Und das ist das, was passiert ist. Es werden ja auch hauptsächlich Antikörper gemessen und man sagt, schaut mal, wie toll das funktioniert, wir haben hier die Antikörper gehen hoch. Also ist es eine Impfung. Aber es ist natürlich keine Impfung, weil eine Impfung ist tatsächlich das Herstellen einer Immunität. Und das funktioniert nur dann, wenn ich erstmal einen Krankheitserreger habe, wenn ich einen Keim habe, einen Virus, für den überhaupt eine dauerhafte Immunität herstellbar ist. Das mag bei einer Infektion wie Masern ist das durchaus der Fall. Bei einer Infektion mit Coronaviren sieht das aber ganz anders aus. Karl Lauterbach hat rundweg ständig einen draufgesetzt. Es folgte, die Impfung ist nur abgeschlossen, wenn man dreimal geimpft wurde. Das hat er dann später gesagt, nachdem es erst zweimal hieß. Er sagte dann der Deutschen Herzstiftung Februar 21, eine Impfung gegen das Coronavirus ist unbedenklich. Und im Vergleich zum Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung ist sie dringend zu empfehlen. Und Klaus Stöhr hat am Ende zu all diesen Dingen gesagt, der Virologe Klaus Stöhr, der selbst bei der WHO gearbeitet hat, dass diese Aussagen von Lauterbach scharf zu kritisieren sei. Stöhr sagt, ein Arzt, der so etwas sagt, sollte keine Approbation haben. Jedes Medikament hat eine Nebenwirkung. Das sagte Stöhr in einer Talkshow des Springer Mediums Bild. Ich möchte mich da anschließen, dem Kollegen Stöhr, und sagen, Herr Lauterbach gehört nicht nur die Approbation entzogen, der gehört vor ein Strafgericht. Das ist meine persönliche Äußerung, die musst du dir nicht zu eigen machen. Aber wir haben eine systematische Umdeutung der Begriffe. Kannst du dir in irgendeiner Weise vorstellen, dass das gut, kann man sich irgendein Szenario konstruieren, in dem das gutgläubig stattfinden kann, diese Umdeutung? Ist das plausibel? Das ist absolut nicht plausibel. Und was Herr Lauterbach sagt, ist natürlich grundsätzlich nicht plausibel. Was aber wirklich viel erschreckender ist, ist, dass er damit durchgekommen ist. Ja? Dass er sowas in den Talkshow sagen kann, dass er sowas twittern kann und dass sich nicht alle auf ihn stürzen, meinetwegen die Journalisten, aber vor allem auch die wissenschaftlichen Kollegen, ja? Dass man das nicht kritisiert, dass man nicht ad hoc sofort sagt, das stimmt nicht. Und da hat man das Medienecho nicht gehabt. Diese nebenwirkungsfreie Impfung war natürlich das Narrativ, was wir ja über fast zwei Jahre nun wirklich aufrechterhalten haben. Erst in den letzten Wochen, Monaten sehen wir, dass auch der Mainstream und auch Herr Lauterbach selber ja mittlerweile anerkennt, dass es tatsächlich Nebenwirkungen gibt. Aber das war von Anfang an klar. Ja, das kann man so sagen. Jetzt ruft Georg an, den haben wir gerade in der Leitung, und der schließt sich genau dem an, was du da gerade sagst. Du sagst, dass diese Lügen unwidersprochen stehen geblieben sind. Das ist ein Riesenproblem. Und wenn ich Georg richtig vermute mit dem, was man mir an Infos hier reingereicht hat, dann, lieber Georg, zeigst du auf die Ärzteschaft. Ja. Du oder sie, Entschuldigung, wir sind ja noch beim Sie. Lieber Georg. Ja, gerne du, keine Frage. Die Ärzte sind schuld, sagst du, Georg? Ja, also was heißt Schuld? Ich frage mich jetzt einfach und möchte den Aspekt eben, also erstmal guten Abend in die Runde, den Aspekt darauf legen, ich sehe das jetzt ja bei Herrn Lauterbach zwar schwerpunktmäßig auf die Impfung bezogen, dass gelogen wurde, dass sich die Balken biegen, aber eigentlich hat er ja sein Unwesen getrieben, sag ich mal, schon lange bevor er Gesundheitsminister war, nämlich etwa seit knapp über drei Jahren, wo er immer als der Experte auftrat. Und zu den ganzen Lügen gehören ja nun auch Masken-Test, Abstandsregeln und was weiß ich alles. Ich frage mich einfach, wie es sein kann, dass eine Ärzteschaft, die ja nun nicht durchwegen so vernagelt sein kann, dass sie nicht sieht, dass hier ein Widerspruch nach dem anderen ist, dass in Herrn Lauterbach das durchgelassen wird und sich dann auch irgendwann die wenigen kritischen Stimmen oder doch auch noch resignieren und nicht mehr melden. Also ich weiß es selber in meinem Umfeld, dass es auch Ärzte gibt, die ganz am Anfang noch kritisch waren und nachher dann doch irgendwie alles mitgemacht haben. Wie ist das, interessiert mich einfach aus ärztlicher Sicht mal zu erklären, dieses Massenphänomen. Dankeschön, lieber Georg. Ich würde das Ganze ein bisschen erweitern, wenn du gestattest. Nicht nur das Ärztliche, sondern die Wissenschaft, sagen wir mal allgemein. Ärzte sind leider in Deutschland meist keine Wissenschaftler. Aber sie kommen von der Uni. Und da frage ich natürlich den akademischen Rat, den ehemaligen, der Universität. Die deutsche Forschungssystematik an der Uni, sagen wir es so, für Außenstehende, wird komplex, wenn man da jetzt sehr genau reinkommt, lieber Kai. Aber ich selbst habe auch meinen Hut genommen damals, vor längerer Zeit. Man sagt, ich hätte durchaus ein paar Chancen gehabt, mich da habilitieren zu können, wo ich war.
war, die Arbeit war auch gar nicht schlecht und die Forschungsarbeit. Ich habe mich sehr aktiv dagegen entschieden, gegen diesen Wissenschaftsbetrieb. Mir zielt diese Frage von Georg in die Richtung. Ich sehe auch die Gründe dort. Kannst du dir das aus der Ausbildung der Ärzteschaft und dem Wesen der deutschen universitären Forschung irgendwie herleiten, warum da so wenig Widerspruch kam? Oder ist das jetzt eher meine Vermutung? Also ich, in dieser massiven Widerspruchslosigkeit war ich selber überrascht. Also ich hatte schon erwartet, dass gerade auch in meinem Kollegenkreis, unter den Immunologen und auch den Virologen, mehr Skepsis die Normalität ist. Ich habe natürlich schon auch in den letzten, ich bin ja wie gesagt seit meiner Diplomarbeit, seit 20 Jahren, auch in der immunologischen Forschung, ich habe schon festgestellt, dass es bestimmte Tendenzen gibt an der Universität, die jetzt nicht unbedingt im Geiste der freien Wissenschaft stehen. Also wenn man die Abhängigkeiten sich anschaut, natürlich auf der einen Seite die Abhängigkeiten von der Pharmaindustrie, ganz klar, aber natürlich auch die Abhängigkeiten, die Strukturen innerhalb der Universität, die bestehen. Es gibt ein bestimmtes Verhalten, das möchte ich eigentlich nennen, es gibt den erfolgreichen Wissenschaftler und den guten Wissenschaftler. Das muss nicht zusammenfallen. Der erfolgreiche Wissenschaftler kennt einfach die Wege, die zu gehen sind, die Schritte, die man tun muss. Und das fängt heute schon recht früh an. Werden wir mal konkret. Also aus der Medizin kann ich nur sagen, heißt das, dass du deine Arbeit, das Ergebnis deiner Forschungsarbeit festgelegt hast und auch deinen Titel und dann produzierst du die Daten dafür und dann reichst du es zum Journal ein. Ja, aber es also das Ergebnis steht fest, ja, weil du weißt, du musst das und das bestätigen, nur dann kommst du bei der Rezensionsstelle durch, nur dann wirst du veröffentlicht. So ist es in der Medizin. Genau, aber es fängt ja auch schon vorher an. Die Auswahl des Wissenschafts, deines Forschungsgegenstandes ist auch schon entscheidend. Ja? Es gibt natürlich bestimmte Strukturen, bestimmte Hypes. Ja? Wenn du das reinschreibst in deinen Forschungsantrag, dann hast du natürlich bessere Chancen. Du musst bestimmte Fußstapfen, die schon da sind, die musst du betreten, dann wird dir der Weg einfacher. Du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit, die leitenden Positionen zu erreichen, wenn du das tust, was von dir erwartet wird. Und nicht, wenn du das tust, was du für richtig hältst oder was du für interessant hältst. Und das alles ist ja eng zusammen mit den sogenannten Drittmitteln. Vielleicht verlieren wir über die auch noch ein Wort, weil die ja bei Herrn Lauterbach in anderem Kontext auch nochmal wichtig werden. Da hat er sich nämlich einiges ausgedacht. In der Regel hast du ja, wenn du nicht gerade am DKFZ bist, am Deutschen Krebsforschungszentrum, war natürlich der hohe Tempel in der deutschen Forschung. Bei den normalen Unis ist das so, dass der Jungforscher, der Nachwuchsprofessor ja sehr stark damit beschäftigt ist, sein Geld für die Forschung einzuwerben von allerlei stiftungsgebenden Dingen. Im Wesentlichen die deutsche Forschungsgemeinschaft, die dort meistens Geld austeilt. Und da kommt zum Tragen, was du gerade gesagt hast. Man klopft ja dort an und sagt, ich brauche Geld. Ja, selbstverständlich. Und es gibt Forschungsanträge, die man stellen muss, die muss man auf eine ganz bestimmte Art und Weise stellen. Und da haben natürlich bestimmte Forschungsanträge bessere Chancen als andere. Es gibt auch Forschungsverbünde, bei denen man beitreten kann. Und auch da muss man bestimmte Regeln befolgen. Und da gibt es auch ganz klare Hierarchien. Da gibt es natürlich auch Netzwerke, die bestehen. Das heißt, hier ist nicht die freie Forschung oder der besonders geniale Geist derjenige, der besonders weit kommt, sondern es ist derjenige, der das tut, was von ihm erwartet wird, der diesen Weg geht, die Forschungsrichtung, in die und das und das jetzt macht. Ich meine, gerade in den letzten 3 Jahren haben wir es erlebt, wie viele Labore haben plötzlich Corona-Forschung in ihre Anträge geschrieben, ja, weil es halt einfach auch gut Geld dafür gab. In der Tat. Und an der Stelle, denke ich, kommt zum Tragen, was Michael aus Bayern einwirft. Der sagt nämlich oder beklagt und fragt den Immunologen Kai Klapproth, ob die Zahlen- und Datenerfassung im Nachgang der sogenannten Pandemie und der sogenannten Impfung denn vielleicht zu kritisieren sei in ihrer Methodik, wenn ich das richtig verstehe. Lieber Michael aus Bayern, schönen guten Abend. Ja, hallo, Sie sind leider ein bisschen leiser. Ich hoffe, weil in dem Vorgespräch, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht, stelle jetzt nicht Thesen auf, die schon besprochen wurden. Nein, nein. Und zwar ist es eigentlich mehr eine Feststellung, aber ich denke, Ihr Gast kann da sicherlich auch gut dazu was beitragen, logischerweise. Es war ja von Anfang an eigentlich völlig unlogisch, diese Datenerhebung. Diese Inzidenzen, die keine sind, man hat keine echten Inzidenzen erhoben, die eigentlich nötig wären in so einem Fall. Wir haben keine Obduktionen gemacht von Anfang an, was eigentlich Grundlage wäre. Wir hatten sehr viele Daten anderweitig. Es kamen dann auch viele Daten aus Schweden, wo Herr Tegnell das ja anders gemacht hat und am Anfang zwar eine höhere Sterblichkeit hatte, aber diese dann relativ schnell reduzierte. Und wir hatten auch zum Beispiel dieses Kreuzfahrtschiff, diese Diamond Princess, wo man die eigentlich eine abgeschlossene Gruppe hatte und so weiter. Also es wurden faktisch sehr viele Daten erhoben bei uns, die völlig sinnlos sind, die nur irgendwie Angst machen sollen. Und die eigentlich die grundlegenden Daten, die man erheben müsste, wurden nicht erhoben. Und dann gab es auch schon sehr viele Studien, die dagegen sprachen. Man hat sehr viel
sehr viel ignoriert. Man hat Sachen wie zum Beispiel positive Wirkung von Vitamin D, man hat sie einfach bestritten, man hat sie nicht ausprobiert, bei uns zumindest. Das ist alles meines Erachtens total unwissenschaftlich gelaufen. Und dann war noch das Nächste, man wusste zum Beispiel, dass diese Beatmung, dass die ja gefährlich werden können, wenn man die zu früh macht. Man hat es trotzdem gemacht und dort, wo am meisten beatmet wurde, starben ja auch mehr. Also das ist mir, meines Erachtens musste man das relativ früh erkennen, dass da das so nicht ist, wie es uns vorgemacht wurde. Das in der Tat. Und ich möchte jetzt dann. In der Tat mehr ein zusammenfassender Vortrag. Lieben Dank, Michael. Das ist jetzt bestreitet. Nein, kein Grund zur Entschuldigung. Das ist ja ein sinnvoller. Da brauchen wir es nicht mehr sagen. Aber ich möchte trotzdem an Kai Klapphut geben. Denn wissenschaftliche Methodik steht für mich auch im Zentrum des Versagens. Wobei ich nicht Versagen sage, ich sehe Vorsatz. Das ist also Absicht. Und deswegen spreche ich von einer Tat. Das kann man sehen, wie man möchte. Also, die wissenschaftliche Systematik, mal so die ganz, ganz absoluten Basics, erfordern ja, wenn man Daten erhebt, dass man feste Bedingungen schafft, unter die man erhebt. Und dass man immer nach den gleichen dann Daten erhebt und nicht am Montag sagt, ach, jetzt nehme ich mal den Wert, am Dienstag nimmt man den Wert, dann misst man den zu einer anderen Zeit. Da sagt der Wissenschaftler am Ende, schön, da hast du irgendwas erhoben, aber das kannst du nicht miteinander vergleichen. Wir haben schon, das sagte auch Michael aus Bayern, ja mit den Begriffen eine Verwirrung betrieben, die ein Problem ist. Nicht? Inzidenzen wurden ständig gemessen. Die haben keinen klinischen Aussagewert. Also vielleicht care to comment, wir wollen nicht nochmal die ganze Corona-Diskussion aufrollen, aber der Immunologe, als Arzt habe ich eine starke Meinung. Deine Meinung zur Inzidenzenmessung? Ja, wenn ich auf die Art und Weise was messen würde für eine Publikation, dann würde die zu Recht nicht angenommen werden. Zumindest war es früher so. Im Corona-Feld mag es jetzt anders sein, aber tatsächlich ist das natürlich völlig, das ist hanebüchen, was da getan wurde. Die Kontrollen wurden weggelassen. Also das war die Methodik, die wissenschaftliche Methodik, die angewendet wurde, um die Pandemie zu untermauern, ist an so vielen Fronten angreifbar. Es ist eigentlich nicht mal ausreichend für eine Diplomarbeit, was da gemacht wird, auch an Statistiken. Ja. Also hier wurde wirklich Schindluder getrieben und das kann man eigentlich nicht mehr wissenschaftliches Arbeiten nennen, was hier passiert ist. Ich würde es auch nicht so nennen. Ich käme gar nicht auf die Gedanken. Also ich halte das Ganze für absoluten Vorsatz. Ja. Ich sehe, muss ich ehrlich sagen, in den nationalen Akademien, die wir da haben, Leopoldina, sehe ich die charakterlich und fachlich unterste Garde der Akademia. Wenn ich eine Frau Buxter sehe, wenn ich da eine Frau Brinkmann sehe, dann bezweifle ich, dass diese Menschen tatsächlich mit lauteren Mitteln durch ihr Vordiplom gekommen sind. Sind sie vielleicht irgendwie. Aber was da dann gemacht wird, selbst diese Menschen, die ich persönlich für die schwächsten Vertreter der Methodik halte, selbst die müssen sehen, die können gar nicht anders als sehen, dass das ungenügend ist. Das ist auf einem Level ein Versagen. Ich halte es schlichtweg völlig lebensfern, anzunehmen, dass das ein Unfall ist oder den Umständen geschuldet. Ja, allein das Daten zusammentragen, wenn dann da aus irgendwelchen Gesundheitsämtern per Fax mit Tagen Verzögerung und verschiedenen Kategorien irgendwelche Werte gemessen werden. Es gab keine Standardisierung für die Cycles. Also wenn dann PCR-Test an sich, so, ja, damit fängst du schon an. Der ganze PCR-Test an sich wieder zu standardisieren, eine andere Frage. Dieses Drosten-Paper, was in wenigen Stunden durch einen Publikationsprozess ging, auch das kann nicht mit lauteren Mitteln zugehen. Und dann werden irgendwelche Daten, ich selbst habe bekanntermaßen sogenannte Testzentren betrieben. Mhm. Wir haben dort diese Einmaltests angewendet. Das ist ein Witz gewesen. Ja. Ein absoluter Scherz. Das ist Geldverschwendung, was ich immer sagte vom ersten Augenblick an. Ist ohne jeden Sinn und Verstand. Ist es für dich in irgendeiner Weise nachvollziehbar, dass die Gesundheitsämter, die Ärzte, die dort arbeiten, diese ganzen Vorgaben in plausibler, guter Absicht gemacht haben? Oder mussten die wissen, dass das Unsinn ist? Das musste man wissen. Also die Verantwortung getragen haben, die Entscheidung getroffen haben, die mussten das wissen. Das hat von Anfang an keinen Sinn gemacht. Das war methodisch falsch. Und hier würde ich habe vorhin gesagt, der Begriff Impfung wurde gekapert. Ich glaube auch, dass der Begriff Wissenschaftlichkeit gekapert wurde. Weil was? Ich bin schockiert. Ja, es ist auch ein unheimlich positiv besetzter Begriff. Ja? Trust the science. Follow the science. Ja. Ja, wir haben den Science Marsch schon seit einigen Jahren gehabt. Also Wissenschaft ist quasi die neue Religion. Wissenschaft darf nicht hinterfragt werden. Und derjenige, der für sich in Anspruch nimmt, wissenschaftlich zu arbeiten oder der sagt, er ist der Wissenschaftler, der wird nicht mehr hinterfragt. Was? Aber das ist letztlich, ist es nur zur Untermauerung eines Narrativs, wurde dieser Begriff gekapert und es wurden wissenschaftlich klingende Methoden angewendet, die aber keiner wissenschaftlichen Überprüfung überhaupt standhalten könnten. Das ist ein wichtiger Punkt, jetzt bevor wir allzu grundsätzlich wissenschaftstheoretisch werden. Für mich ist Wissenschaft immer Zweifel und systematisches Absolut. Vorgehen zur Ausräumung des Zweifels. Natürlich. Würdest du es anders formulieren? Das ist ja, was mich am meisten erschüttert hat an der Universität oder überhaupt in der akademischen
Forschung, das ist ja das Grundprinzip, ist ja die Skepsis. Also wenn wir als Wissenschaftler, wir beurteilen natürlich auch ständig die Arbeit der Kollegen. Das müssen wir ja auch machen. Und so funktioniert Wissenschaft. So gewinnt, kann man Vertrauen in die Wissenschaft bekommen, weil man weiß, jeder wird ständig angegriffen. Jeder muss seine These, seine Experimente, seine Modelle ständig, ist im Feuer der Kritik und muss sie mit Argumenten belegen können. Das ist eigentlich Wissenschaft. Und was wir erlebt haben, war, dass die Kritik oder dass die Skepsis, der Zweifel in der Corona-Pandemie plötzlich komplett abgeschaltet wurde. Eine wissenschaftliche, medizinische Frage wurde plötzlich zu einer moralischen Frage umgedeutet. Und das ist, glaube ich, eines der größten Verbrechen, dass man Moral für Wissenschaft erklärt hat. Aber die Wissenschaft ist nicht dafür da, uns zu erklären, was moralisch ist. Die Wissenschaft ist dafür da, wissenschaftlich zu bleiben. Und letztlich ist es auch immer eine Glaubensfrage. Aber ich glaube natürlich einer Wissenschaft nur dann, wenn ich weiß, dass die Sicherheitsmechanismen in der Wissenschaft auch funktionieren, dass die Kritik funktioniert und vor allem, dass jeder unvoreingenommen und offen auch jeden kritisieren darf und auch gehört werden kann. Und das ist in der Corona-Pandemie komplett am Ende gewesen. Das fand nicht mehr statt. In der Tat, ich sehe es ähnlich und ich muss sagen, ist die Medizin nach meiner Warnung zumindest, ich habe mich 2008 dann aus dem universitären Bereich verabschiedet, aber da habe ich immer noch ein Delta erlebt zwischen den regulären Wissenschaften und dieser Mischung aus Erfahrungswissenschaft und Kunstmedizin, wenn die sich auf Kongressen trafen, das war schon noch ein qualitativer Unterschied. Also da ist das alles, was du gerade geschildert hast, ja, dass man da hat man ja so 10 Minuten für seinen Vortrag, da hat man am Ende eine Conclusio Poll, dann zeigt man vielleicht noch ein Poster, und dann gibt es auch 5 Minuten Gespräch und ein paar Fragen dazu. In der Medizin ist die Choreografie so, dass da normalerweise Wissenschaftler dazwischen sitzen mit dem Kopfschütteln. Da wird also erstmal dem Lehrer gehuldigt, dann wird einem Professor gedankt, dann wird dann mal erklärt, wie großartig das ist, dass man nochmal untersuchen dürfte, was der große Lehrmeister machte. Und am Ende klatschen alle und niemand würde eine kritische Frage stellen. Am Fußnoten wird dann, sind Sie sicher, dass Sie die richtige Anfärbung in der Immunhistube verwendet haben? Man kann ja auch die andere nehmen. Ja, große Diskussion. Aber es traut sich da in der deutschen Medizin fast niemand, habe ich zumindest nicht erlebt auf diesem Kongress, mal aufzustehen und zu sagen, das halte ich für völlig abwegig, also höflich. Widerspruch, meine These, in der medizinischen Forschung in Deutschland ist Majestätsbeleidigung. Mhm. Ja, und mitnichten sollte das so sein. Was du gerade beschriebst, war ja ein Idealanspruch. Mhm. Also ich gebe dir in Teilen recht. Natürlich ist die Hierarchie oder die Hierarchien in der Medizin oder in der medizinischen Forschung dann natürlich ist eine andere. Ja, das merke ich natürlich auch. Ich habe ja auch viel mit Naturwissenschaftlern zusammengearbeitet und viel mit Medizinern zusammengearbeitet. Da ist eine andere Atmosphäre. Da schwingt was anderes mit. Ich möchte aber auch nicht sagen, es gibt natürlich auch sehr, sehr gute Wissenschaftler, die Medizin studiert haben. Auch das ist durchaus möglich. Aber es ist schon in der naturwissenschaftlichen Forschung, war so mein Eindruck, die Hierarchien sind flacher. Ja? Ich weiß noch, als ich das erste Mal durch den Gang bin bei meiner Doktorarbeit und einen Professor gesiezt habe, der gleich meinte, was ist mit dir los? Ja, wir sind per Du. Alle sind alle per Du. Das ist an der Uniklinik wahrscheinlich ein bisschen anders. Ja. Also da waren flache Hierarchien, ja. Und da konnte ich auch als Doktorand konnte ich mit einem Professor mit 20 Jahren Berufserfahrung, mit dem konnte ich in eine Diskussion einsteigen. Ja? Und der konnte sich auch im Endeffekt vielleicht mal überzeugen lassen. Das war richtig. Und deshalb bin ich eigentlich auch umso enttäuschter, dass auch in der naturwissenschaftlichen Forschung oder im Kollegenkreis der Naturwissenschaftler, auch da war keine Kritik mehr offen geäußert. Ja. Ich habe da auch kaum Leute gefunden, mit denen ich offen wirklich die Schwachpunkte dieser Inzidenzen oder der PCR-Test wirklich diskutieren konnte. Das hat sich keiner mehr getraut. Wenn wir uns mal anschauen, wer sich da öffentlich geäußert hat. Karl Lauterbach ist nominal ein Arzt. Der ist nur zu seiner Approbation gekommen, weil man das Gesetz noch geändert hat. Der ist ja nach seinem, was überhaupt nichts Ehrenrühriges erstmal ist. Man muss keine Approbation haben, man kann Medizin studieren, dann kann man Public Health, also Epidemiologie und öffentliches Gesundheitswesen gerne studieren. Die Welt braucht solche Menschen. Ob sie Herrn Lauterbach braucht, ist eine andere Frage. Er hätte dann aber mit seinem Ausbildungswerdegang gar keine Approbation bekommen, also die formelle Zulassung als Arzt, bis das Gesetz geändert wurde, er sich das noch schnell geholt hat. Und nun erklärt er eben als Arzt, doziert damit über die Pandemie, über die sogenannte, über die Immunologie. Mir fiel auf, da sind Physiker als Aerosolforscher unterwegs, da sind irgendwelche Geologen als vermeintliche Experten für Ausbreitungswege, ist eine Frau wie Alenia Büx unterwegs, bei der ich gar nicht weiß, was die kann. Dann sind Scheinärzte wie Karl Lauterbach unterwegs und der von uns schon beschrieben, ein Kollegenkreis aus Ärzten, der hierarchiegetrieben und sehr servil ist. Ich erlebe ganz wenige Grundlagenforscher, die sich dazu geäußert hätten. Ne? Fällt dir da jemand ein? Also jetzt abgesehen von Kai Klapproth, der gesagt hat, Dankeschön, das war's, ich kann hier nicht mehr mitmachen. Wo sind die großen Immunologie-Lehrer, Forscher, die mal was gesagt haben? Gibt es da welche? Na gut, es gibt natürlich schon Beispiele und es gibt natürlich ganz abschreckende Beispiele. Der Herr Professor Bakhti ist ein sehr, sehr angesehener und sehr erfahrener Professor gewesen, der wirklich Ahnung hatte. Er hat von Anfang an das gesagt, was man sagen muss, wenn man die Immunologie-Lehrbücher kennt oder teilweise auch geschrieben hat, ja, wie viele von denen. Und was man da gemacht hat, auch wie Herr Wodak, ein erfahrener Arzt und auch Politiker,
Man hat die abgeschossen und zwar gnadenlos. Und das ist eine, es wurden Exempel statuiert. Man hat gesehen und jeder hat gesehen, wahrscheinlich haben auch viele gezittert, was passiert mir, wenn ich mich jetzt hier anders verhalte. Und das muss ja auch gar nicht immer so krass enden wie mit Herrn Bhakti. Das reicht ja dann schon, dass man plötzlich vielleicht auf dem nächsten Forschungsantrag nicht mit draufsteht oder dass man da vielleicht nicht mehr gern gesehen wird. Also das waren... Ich glaube, in der akademischen Forschung ganz generell, überhaupt bei diesen erfolgreichen Menschen, die haben schon ein Gespür, auch vielleicht ein Bauchgefühl, dafür, was man machen muss, um erfolgreich zu bleiben. Mhm. Und das ist ganz wesentlich. Das ist Politik. Das ist Politik. Ja. Ich erlebe das in den letzten 3 Jahren. Man sieht in jeder Publikation, wissenschaftlichen Publikation, zu den Impfungen, steht natürlich immer am Anfang und am Ende, die Impfungen sind gut, ja, und die Impfungen haben viele Menschenleben gerettet. Das ist quasi das Mantra. Impfung. Ja. In Anführungszeichen. Ja, ja. Aber das ist das Mantra. Und das weiß jeder. Das muss man vorne reinschreiben, das muss man hinten reinschreiben. Nur dann hat man überhaupt noch eine Chance, publiziert zu werden. Ich sage immer, bleib gesund ist das neue Heil Hitler. Und so ähnlich kann man es ja auch für solche Dinge sagen. Und musst du dir nicht zu eigen machen. Aber klar, du bringst eine Unterwerfungsformel damit rein. Ich kenne das aus meiner eigenen Arbeit. Ein Glaubensbekenntnis. So, ich habe mit der Forschung, die ich so gemacht habe, gab es auch so ein paar Sätze. Da habe ich auch gelernt als junger Doktorand. Nee, da schreibt man das immer rein. Mhm. Ja? Und hat sich am Ende so ein bisschen rausgerettet. Der letzte Satz war immer, more research needs to be conducted. Klar, man muss weiter forschen. Ach nee. Wir sind noch nicht fertig. Nee, wir sind nicht fertig. Also es wird keine Arbeit hier geben, wo drunter steht, wir sind fertig mit der Forschung. Auch wieder eine dämliche Plattitüde. Ja. Eine Kleinigkeit, an der man erkennt, wie ritualisiert so ein wissenschaftlicher Ablauf ist. Und es sind immer wieder Unterwerfungsgesten da drin. Mhm. Du hast gerade selbst das Stichwort Impfung genannt und Wirksamkeit und Frage. Wir haben Christoph aus Münster in der Leitung, wenn mich die Technik nicht trügt. Und der möchte auf die Frage eingehen, wusste man nicht ab irgendeinem Punkt, dass die sogenannte Impfung für die allermeisten Menschen unnötig war? Ist das richtig wiedergegeben, lieber Christoph aus Münster? Könnt ihr mich hören? Hallo? Wir können dich hören. Hallo. Ja, das ist soweit richtig wiedergegeben. Also zum einen wollte ich sagen, dass ich dieses jetzige Narrativ, was die spinnen, von wegen, ja, wir konnten es ja nicht genau wissen, man wusste es ja nicht genau, das kann man doch eigentlich gar nicht gelten lassen, weil wenn man etwas nicht genau weiß, dann ändert man keine Gesetze, dann führt man keine Gesetze am Parlament vorbei ein und dann tritt man die Grundrechte nicht mit Füßen und so alles. Das macht man ja nicht auf Grundlage von, wir wissen nicht genau. Und damals hieß es ja, wir wissen ganz genau und jeder, der was anderes sagt, der hat keine Ahnung und wir haben Modelle eingebracht werden. Also wir haben Modelle. Genau, also dieses, wir wussten es damals nicht genau, dafür war man sich ja damals etwas zu sicher, finde ich so, ne, als die ganze Sache noch heiß war. Also das finde ich komplett, kann man nicht gelten lassen. Und genau, was ich sagen wollte, ist so, man weiß doch eigentlich auch schon seit 2020, dass es wirklich nur für gewisse Risikogruppen ein großes Risiko war, dieses Corona-Ding. Also ich habe schon im Juli 2020, vielleicht habe ich mich verrechnet, auf diesem blöden RKI-Dashboard ausgerechnet, dass 99% oder 98%, das schwankte immer, dieses Virus überleben. Und wenn das doch schon so lange klar war. Da musst du dich verrechnet haben. Nein, also, scheiße, verdammt, ich hab's mir gedacht. Okay, gut, das war Taschenrechner, der ist alt. Nee, aber also wenn man das doch schon wusste und dann auf einmal behauptet man dann so, ja, jetzt muss es aber in jeden Arm. Weißt du, also das ist doch auch schon so ein Punkt, da kann man doch auch schon sehen, dass da irgendwas nicht an dieser Erzählung stimmen kann. Also wollte ich nur gerade einmal zum Besten geben, weil das so Sachen sind. Ich höre das jetzt auch, dieses, ja, wir wussten es ja damals nicht und wir wollten immer das Beste. Und ja, aber wenn ihr es nicht wusstet, dann könnt ihr nicht behaupten, irgendwie alle anderen dürfen nicht reden und das muss jetzt jeder nehmen. Und obwohl wir doch eigentlich wussten, dass es Risikogruppen gab und die meisten Leute kein Risiko hatten. So, das ist so der Punkt, den ich anbringen wollte. Christoph, herzlichen Dank für diesen Punkt und auch die Frage, die ich sehr gerne weitergebe an Kai Klapproth. Ja, da kann ich gleich was wussten wir denn über die Gefährlichkeit? Das ist eigentlich genau die richtige Frage. Wir wussten es natürlich am Anfang. Unsere Hörer sind noch die Besten. Ja, auf jeden Fall. Wir wussten es natürlich am Anfang. Und wenn man sich mal erinnert, wie die Impfung an den Mann gebracht wurde oder an die Frau, dann war das ja ein amoralisches Argument. Es war ja klar, wir haben ja nicht nur geimpft, um uns zu schützen, sondern um andere zu schützen. Wir haben nicht geimpft, wir haben mit experimentellen. Genau, wir haben ich mache auch den Fehler. Ja. Also natürlich haben wir das, es wurde ja gesagt, man nimmt diese Spritze, um andere zu schützen. Ja? Also auch sich auch die, und andere. Sich und andere, aber vor allem natürlich die ganzen jungen Leute, die wurden natürlich dahin getrieben, sie waren solidarisch. Ja. Also wenn man solidarisch sein will, also wenn man gut sein will, muss man es machen für die anderen. Also es gab keine wissenschaftliche Inzidenz dafür, es gab keinerlei Grundlage, es war rein moralisch. Natürlich. Und es fehlten die Daten. Natürlich, es war rein moralisch. Es wurde immer wieder geredet von der Herdenimmunität, 60%, 80%, am Ende waren 90% nicht genug. Ja? Aber das war natürlich
eine Lüge. Jetzt gebe ich mal den Anwalt des Teufels und sage, naja gut, aber Herr Klapproth, in Harvard haben wir Modelle errechnet, wir wussten ja nichts Genaues und im Zweifelsfall für das Leben, würde man jetzt sagen. Mhm. Es gibt da einen Herrn Eugen Brisch, den Vorsitzenden der Stiftung Patientenschutz, das ist eigentlich eine katholische Tarnorganisation, die ihre Lehre da reinbringen möchte, die haben mit solchen Dingen kamen die dann nach draußen und dann wird, wo wir es nicht wissen, klingt ja auch erstmal plausibel, nicht? Wo Gefahr droht, erstmal abwehren. Dann stellt sich ja die Frage, ab wo hätte man denn wissen müssen, dass es sinnfrei ist? Kannst du da einen Punkt ausmachen oder können wir da irgendein paar Nägel in die Wand hauen und sagen, naja, spätestens da muss doch klar gewesen sein, dass dieses Moralargument nicht zieht? Also spätestens im August 21. Denn da hatten wir Studien aus Amerika, auch aus Asien, die eindeutig gezeigt haben, dass Menschen, die geimpft waren, auch infiziert waren, auch erkrankt. Das waren damals diese Impfdurchbrüche, die man immer gehört hat. Der Paul ist jetzt gerade, oder dieses Begriff Impfdurchbrüche gab es ja vorher auch nicht, es war ja Impfversagen. Aber man hat sich ja gewundert, ach was, der ist jetzt auch, aber der ist ja geimpft. Ja. Aber es waren damals noch wenige, deshalb konnte man das noch ganz gut verkaufen. Mhm. Aber es gab Studien, ach, selbst vom CDC in Amerika, in Massachusetts, ja, wo man gezeigt hat, bei irgendwelchen Massenveranstaltungen, man hatte einen Hotspot, ja, da gab es viele Ausbrüche und es war vollkommen irrelevant, ob die Leute, geimpft waren oder nicht. Es waren gleich viele Geimpfte wie Ungeimpfte waren infiziert. Hm. Und das war im August 21 bekannt. Und das hat zum Beispiel auch Professor Reinhold Förster von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, der hat das da auch schon gesagt. Das war 21 August, das war also noch 4 Monate, bevor die bereichsbezogene Impfpflicht eigentlich eingeführt wurde, war schon klar, die Infektion wird nicht verhindert durch die Impfung. Und es war klar, es gibt keinerlei Schutz für andere. Also das Ganze, natürlich. Das war vollkommen klar. Wir wissen jetzt, ich erinnere, schönen Gruß an die Lausenbrüder. Wir hatten mehrere Sendungen mit Sven und Tom Lausen, die Bundeswehr genau untersucht haben. Interessantes Kollektiv, weil da alle zwangsgeimpft wurden. Ja. Die haben jetzt höhere Corona-Inzidenzen als der Rest der Bevölkerung. Ich würde jetzt so weit gehen als Kliniker zu sagen, sofort aufhören, diesen Impfstoff überhaupt zu verwenden. Ja, es gibt also offensichtlich hat er keinen positiven Nutzen in einem riesigen Kollektiv gebracht. Wir müssen viel mehr Forschung haben, um wirklich genau zu schauen. Vielleicht gibt es ja einzelne Gruppen, für die das gut ist. Aber wir sehen doch, dass eine Massenbenutzung dieser Art offensichtlich sogar schädlich ist. Es ist offensichtlich schädlich. Und selbst wenn man das RKI zu Rate zieht, ja, im Juli 22, das RKI hat ja irgendwann aufgehört, die Impfeffektivitäten auszuschreiben. Ja, sie haben das ja am Anfang immer schön protokolliert. Und sie haben das, und dann hat man gemerkt, als plötzlich die Testpflicht gelockert wurde oder nicht mehr alle sich ständig, also Geimpfte und Ungeimpfte sich gleichermaßen testen mussten oder nicht testen mussten, hat man gemerkt, die Effektivität sinkt in den Keller. Dann hat das RKI aufgehört, das auszuweisen. Hat aber dann im Juli nochmal nachgelegt, hat im Juli im Monatsbericht, im Impfmonitoringbericht eine sogenannte Meta-Studie gebracht, hat verschiedene Studien angezeigt, in denen die Impfeffektivität verglichen wurde, die Infektionswahrscheinlichkeit von Geimpften und Ungeimpften. Und sie haben festgestellt, dass die Impfeffektivität auf null zurückgeht, innerhalb von 3 bis 6 Monaten. Und wenn man sich die Originalstudien anguckt, die sie zu Rate gezogen haben, hat man gesehen, dass es sogar eine negative Impfeffektivität gibt. Und mittlerweile gibt es eine ganze Reihe Studien, kurz noch erklären, negative Impfeffektivität, also Impfschaden. Das heißt nicht unbedingt Impfschaden, sondern das heißt, dass jemand, der geimpft ist, nach einer gewissen Zeit eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, sich zu infizieren mit Corona, als wenn er nicht geimpft worden wäre. Also es kehrt sich ins Gegenteil um. Ja, man impft sich, um sich zu schützen, und am Ende ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es bekommt, sogar noch höher. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich noch fragen soll, weil im Prinzip ist der Fall für mich derartig klar, dass man die Handschellen klicken lassen kann. Aber wir haben zum Glück Hörer. Wir haben Hörer und einer musste schon sehr lange warten. Das ist nämlich Peter aus Karlsruhe. Der empfindet, wenn ich das richtig sehe, lieber Peter, als Symptom, was Herr Lauterbach da macht und tut. Und die Schuld haben eigentlich die Medien, die Öffentlich-Rechtlichen. Ist das richtig? Ja, vollkommen richtig. Der Lauterbach ist ja nur ein Symptom des Ganzen. Der öffentliche Rundfunk, den wir bezahlen für unabhängigen freien Journalismus, entscheidet, welche Experten sie da in die zu Primetime einladen und entscheiden auch, ob sie die da schwurbeln lassen oder nicht. Also ich sehe